Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Wir befinden uns hier gerade im GUKW, eine Abkürzung für Gruppenkraftwagen. Und wir sitzen hier, weil wir gerade unsere Dienstfahrberechtigungen ablegen. Aber seht ihr immer selbst. Wir hatten gestern schon einen Tag Theorie. Dabei haben wir uns mit den Sonder- und Wegerechten beschäftigt, die in der StVO geregelt sind. Und besonders sind wir darauf eingegangen, was wir für Rechte haben, mit Blaulicht und Sirene zu fahren, aber auch was für Gefahren das birgt. Genau, dann wir haben wie immer nicht nur Rechten, sondern auch ein paar Pflichten dann zu erfüllen, wenn wir damit fahren. Aber grundsätzlich, bevor man irgendeinen Fuß auf irgendein Pedal oder auf irgendeine Bremse stellt, müssen wir erstmal checken, ob unsere Fahrzeuge überhaupt fahrtauglich sind. Denn wir fahren an den 2 Tagen, die wir jetzt im Praxistraining haben, einen Tag lang mit dem GUKW und einen Tag lang mit dem, ja, normalen Funkstreifen, sagen, wie man sagen würde, also mit dem Passat. Genau, und dafür könnt ihr euch merken, die Eselsbrücke Wolken, denn jeder sollte ja vor Fahrtantritt im Grunde immer sein Auto auf Wolken untersuchen oder überprüfen. Und wie das funktioniert, zeigen wir euch draußen. Dann schaut mal nach, ob wir was sehen können beim Buschwasser. Gehst du nochmal rein? Wie bei Dr. Bibber, wo du die Nieren hast. Na, aber der Stab ist ja schwarz, ist das meine? Nee, hier, das ist hier das Grüne. Hier wäre zum Beispiel das für 1,6 mm und hier weiter innen sieht man jetzt schwer, musst du schauen, habt ihr das für diese 4 mm. Ja? Ist fest. Dann habt ihr noch, einmal könnt ihr separat die Innenraumbeleuchtung abschalten, das ist der schwarze Schalter oben rechts. Vielleicht haben wir kurz den Besenstab rausgenommen. Aber vielleicht. Genau, passt dabei auf, dass er ihn nicht in den Dreck stellt oder so. Frauen können das. Nur noch schreiben. Okay. Wollte schon sagen. Also das Blaulicht funktioniert immer, egal, also unabhängig davon, ob das andere eingeschaltet ist oder nicht. Macht den Kofferraum auf, deshalb wurde das Blaulicht eingebaut, dafür ist das andere Blaulicht auch nochmal. Hygieneset, Verbandskosten, Warndreieck, Warnweste. Also Leute, Wolken, passend zum Wetter. W in Wolken steht für Wasser. Das heißt, wir kontrollieren im Fahrzeug vorher, ob Wischwasser drauf ist und ob Kühlwasser drauf ist. O steht für Öle, ganz wichtig natürlich die typische Motorölprüfung. Die würden wir machen. Hier. Weiterhin kann man aber auch noch schauen, dass die Bremsflüssigkeit da ist. Und hier beim GUKW ist noch so, dass die Servoflüssigkeit auch mit zum Ölprüfding gezählt wird. Okay, L für Luft. Das heißt, wir müssen natürlich überprüfen, ob wir genügend Luft auf den Reifen haben. Und hierzu zählt auch die ausreichende Profiltiefe, die gegeben sein muss. Außerhalb von der Polizei sind es 1,6 mm, innerhalb der Polizei müssen wir mit 4 mm fahren, damit auch allzeit bereit und Bereifung da ist. Genau. Wolken, K als nächstes. K steht für Kraftstoff. Tankt das richtige Zeug für eure Maschine. Und wir haben gelernt, dass man überprüfen kann, natürlich am Tacho, ob der
Tank voll ist. Und falls das aus irgendeinem Grund mal ausfällt, kann man auch im Fahrtenbuch nachschauen, wann wer wie viel zuletzt getankt hat. E steht dann für Energie am Auto, das heißt, wir prüfen, ob die Lichter funktionieren. Hier im Motorraum auch, ob die Batterie festsitzt und funktioniert. Genauso natürlich, ob das Blaulicht, die Sirene und die Hupe, die wiederum wichtig für die Sirene ist, funktioniert. Damit ist dann auch eh abgeprüft, werden auch hinten noch so, Hilfe, wie heißt das, so Pylonen, so Leuchtpylonenkegel, Leuchtobjekte, die kann man auch prüfen, ob die Energie und Saft drauf haben, weil das kann teilweise Leben retten, wenn wir beim Unfall irgendwas absichern müssen. Ja, und entsteht für das Notfallset, das heißt, wir müssen natürlich immer dabei haben, ein noch gültiges und nicht abgelaufenes Erste-Hilfe-Set. Weiterhin haben wir hier noch ein Hygieneset. Vielleicht habt ihr bis dahin schon das Erste-Hilfe-Video gesehen, da ist nämlich die Beatmungsmaske mit drin. Sonst auch die Warnweste und das Warndreieck natürlich. Ja, damit sind wir Wolken einmal durchgegangen und können dann jetzt auch losfahren. Ich muss deine Begeisterung Wen haben wir hier zu stehen, Jodi? Die guten Adebar. Adebar ist das. Herzlich willkommen. Ja, jetzt fragt ihr euch, wir haben ja eigentlich Dienstfahrberechtigung. Was machen hier Helis? Ja, wir haben einen kleinen Abstecher gemacht und zwar zum Bundespolizeigelände. Und ich habe hier einen kleinen Hubschrauber-Fan. Und das ist schon crazy. Ja, sehr beeindruckend. Also hier steht auch Adebar zum Beispiel von der Brandenburger Polizei. Aber hier stehen so einige Maschinen und das ist ziemlich krass. Wir saßen auch gerade mal drin. Das sind so viele Knöpfe, so hoch kann ich fast gar nicht zählen. Und die muss man auch alle bedienen können. Ja, kleiner Abstecher. Jetzt geht's weiter ins Auto. Wir haben es geschafft. Das mit den Hubschraubern war so nicht geplant, das ist irgendwie so passiert. Aber vielen Dank nochmal an die Kollegen der Bundespolizei, die uns da wirklich sehr, sehr nett rumgeführt haben. Ja, bald Kollegen sozusagen. Ja, war eine super schöne Erfahrung. Generell die gesamte Dienstfahrberechtigung, die wir hier mit angetreten haben. Wir haben uns gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut und bis bald.